أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، أحب الله والإسلام. Ungerecht behandelten? Jemand, dem man Unrecht angetan hat. Wir haben ja Beispiele genannt. Zum Beispiel, ich lästere über dich. Ich habe dir Unrecht getan. Ich sag dir Käfer. Ich habe dir Unrecht getan. Ich klaue etwas von dir. Ich habe dir Unrecht getan. Das sind Beispiele dafür, dass ich dir Unrecht tue. Ich bitte euch, liebe Geschwister, Al-i'tida fi du'a haram. Man darf nicht übertreiben im Du'a. Einer klaut jetzt von dir zum Beispiel 1 Euro. Dann sagst du, Allahumma. Holst dir das Buch für 99 Namen, liest dir alle vor. Ja Allah. Ja Allah, nimm ihn. Und du fängst an, ihn zu verdammen und verbringen 50 Cent zum Hammer. Das heißt, es ist nicht erlaubt, das Maß zu überschreiten beim Du'a. Angemessen. Angemessen. Na? Wallahu ta'ala. Weil, achi, wenn du den Du'a machst, der passiert. Ich meine, der passiert. Dass unser Zahnarzt, der Zahnprobleme hat, er soll sie lieber aushalten, als sie zu gehen. Ich habe meinem Mann verziehen, nachdem er mich sehr oft schlimm geschlagen hat, unrechtmäßig, mich schlecht gemacht bei seinen Eltern. Aber im Herzen ist es noch etwas davon. Wie kann ich es komplett vergessen und ihn aufrichtig vergeben? Bitte, bitte. Ihr solltet wissen, dass derjenige, dem Unrecht angetan wird, dass er das Recht hat, sein Recht geltend zu machen. Indem er Dua macht gegen die Person, die ihm Unrecht angetan wurde. Das ist eine Möglichkeit, eine erlaubte Möglichkeit, und keiner kann dich hier diesbezüglich kritisieren. Wir haben gehört, dass wer das sogar gemacht hat, ein Paradiesbewohner. Ein Paradiesbewohner. So, aber was ist besser? Allah Azza wa Jalla sagt, وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِتَقْوَى. Dass ihr aber verzeiht, ist der Gottesfurcht näher. Und Allah Azza wa Jalla sagt, وَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Und derjenige, der verzeiht und sich bessert, so obliegt sein Lohn alleine Allah. Die Gelehrten sagen, Allah kann ihm unendlich Hasanat geben, dafür, dass er geduldig war. Das heißt, was ist besser? Besser ist natürlich, dass man verzeiht. Auch wenn es manchmal schwerfällt, aber deswegen freue ich mich immer, wenn viele mich Kafir nennen. Ich verzeihe auch gerne, aber wenn nicht, ich habe Dua gemacht, dass diejenigen, die mich nicht um Verzeihung bitten, Allah wird mit ihnen was machen. Aber dass man verzeiht, ist besser. Wallahu ta'ala a'lam.